Hallo und guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Es ist 7 Uhr und wie jeden Tag stehe ich auf und gehe sofort ins Bad. So, zuerst wasche ich mich. Ich benutze diese Seifencreme. Sie ist extra mild und duftet sehr angenehm. Dann putze ich mir die Zähne. Aufgepasst, Wasser nicht laufen lassen, sondern sofort den Wasserhahn zudrehen. Jetzt gehe ich zurück in mein Zimmer. Mal sehen, was ich anziehen kann. Was ziehe ich also heute an? Dieses T-Shirt? Nein. Diesen Kapuzenpullover? Auch nicht. Dieses Polohemd? Ja, warum nicht? Und was passt dazu? Jeans natürlich. Und welche Schuhe? Keine Sportschuhe, sondern lieber diese Sandalen. Moment. So, ich bin wieder da. Ich gehe heute zwar in die Schule, aber ungeschminkt gehe ich nirgendwo hin. Also, hier ist mein Schminkkasten und ich schminke mich. Es ist mittlerweile 7.20 Uhr. Ich bin hier in der Küche und frühstücke mit meiner Mutter. Morgen, Mama, ich mache einen Blog. Möchtest du auch was sagen? Ja, trinkst du Kakao oder Tee? Ich trinke Kakao, danke. Ich habe leider nicht viel Zeit zum Frühstücken. Ich trinke heute einen Kakao und esse eine Scheibe Brot mit Butter und Marmelade. Es ist 7.40 Uhr. Heute ist das Wetter schön, also fahre ich mit dem Rad zur Schule. Ich wohne nicht weit weg von der Schule. In 10 Minuten bin ich da. Tschüss, bis dann! Ich bin hier in der Schule. Es ist 7.55 Uhr und in 5 Minuten fängt der Unterricht an. Erste Stunde Mathe. Ich hasse Mathe. Es ist jetzt 13.10 Uhr. Die Schule war heute Stress pur. Ich bin mit meiner Freundin Lara hier in diesem Fastfood-Restaurant. Wir haben keine Lust, in der Mensa zu essen. Und heute haben wir sowieso keinen Nachmittagsunterricht. Ich genieße also meinen Hamburger. Lara ist Vegetarierin und isst einen Salat. Es ist 14.15 Uhr. Ich bin wieder zu Hause. Meine Mutter ist nicht da. Zunächst entspanne ich mich. Ich sehe kurz fern. Jetzt kommt meine Lieblingsserie. Und nun gehe ich zurück in mein Zimmer und mache Hausaufgaben. Es ist 15 Uhr. Ich muss für morgen einen Aufsatz zum Thema Diskriminierung in der Gesellschaft schreiben. Und danach lerne ich Geschichte, die Französische Revolution. Ich bin jetzt fertig mit den Hausaufgaben. Es ist kurz vor 17 Uhr. Es ist Mittwoch und wie jeden Mittwoch gehe ich schwimmen. Ich packe meine Badesachen ein. Bademantel, Schwimmanzug, Badelatschen. So, jetzt habe ich alles. Bis später. Wir essen um 19 Uhr zu Abend. Wir essen kalt, das heißt, meine Mutter kocht abends nicht. Es gibt also Wurst, Käse, Tomaten, Gurken, einen Salat. Dazu trinken wir Tee, Mineralwasser oder einen Saft. Tina, reichst du mir bitte mal das Brot? Danke. Also, guten Appetit. Nach dem Essen sehe ich normalerweise mit meiner Familie fern. Oder ich chatte mit meinen Freunden. Aber heute will ich den letzten Beitrag von meinem Lieblings-YouTuber sehen. So, es ist jetzt 22.20 Uhr und ich bin schon im Bett. Ich bin ziemlich müde, denn heute war ein anstrengender Tag. Na dann, gute Nacht.